Hallo, ich zeige euch heute, wie man einen Tropfenverschluss näht. Und zwar müsst ihr euch dafür als erstes einen Beleg zuschneiden und euch als erstes, also zunächst müsst ihr euch erstmal eine Form überlegen. Ich habe jetzt diese Tropfenform gewählt und die Größe könnt ihr selber festlegen und den Beleg würde ich dann 2 cm größer schneiden. Also das hier von jeder Seite ungefähr vom Tropfen 2 cm bis zum Belegrand sind. Und dann, weil das ja genau mittig in die hintere Mitte soll, markiere ich mir hiervon die einmal genau die Hälfte mit einer Linie und hier auch nochmal von der hinteren Mitte. Und dass ich dann genau das gerade drauf positionieren kann und zwar rechts auf rechts. Aber ich würde euch immer noch vorher empfehlen, den Beleg mit einer dünnen Einlage für mehr Stabilität zu bebügeln. Und auch einmal die Kanten zu versäubern. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das einmal feststecken. Und ihr könnt euch hier auch nochmal die Tropfenform anzeichnen. Nämlich jetzt müsst ihr genau auf der Linie entlang nähen. Und wenn ihr hier die Rundung näht, ist am besten die Nadel immer am Stoff stecken zu lassen und dann das Füßchen anzuheben und dann etwas weiter zu drehen. Ende und Anfang auch wieder verriegeln. Und wenn ihr dann mit eurer genähten Tropfenform zufrieden seid, dann könnt ihr das Ganze einmal ausschneiden. Und zwar schneidet ihr bis knapp an die Naht dran.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch noch mal ein bisschen einknipsen. Damit sich das gleich noch mal ein bisschen schöner legt. Dann könnt ihr das Ganze auch einmal nach innen schlagen und schon mal schauen, ob das alles schön ist. Und das ist halt das Wichtige, dass ihr vorher das Ganze rechts auf rechts genäht habt, also den Beleg auf die rechte Seite vom Stoff gelegt habt. Wenn ihr das jetzt nach innen einschlagt, würde ich euch auch empfehlen, das vorher einmal zu bügeln. Dann wird das Ganze noch einmal knappkantig abgesteppt. Also dass der Beleg festgesteppt ist noch. Und innen für die Tropfenformen nähen, also jetzt nehmt die erste Naht, die wir hier gemacht haben, da würde ich immer einen kleineren Stich empfehlen. Und jetzt fürs Absteppen würde ich halt zum Beispiel einen etwas größeren 3,5 ungefähr wählen. Und den kann man jetzt einmal knappkantig drumherum steppen. Ich würde es euch halt gerade empfehlen, das zu bügeln, damit hier nicht irgendwie der Beleg rausrutscht oder so, damit man hier eine schöne Kante hat. So, und jetzt habt ihr hier hinten schon einmal die Tropfenform und den Verschluss. Und so sieht das Ganze dann von links aus. Also so, dass halt die rechte Seite vom Beleg oben liegt. Und dann
hier oben den Ausschnitt, also die Ausschnittkante, würde ich einfassen. Einmal einfassen und dann kann man hier oben in der Mitte zum Beispiel mit einer kleinen Schleife rannehmen oder einen Knopf mit einem kleinen Knopfloch, wie man möchte. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!